So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von Forza Horizon 3, heute im BMW M1. Also nicht zu verwechseln mit dem BMW 1M Coupé. Das ist ja quasi ein ja, Kleinwagen oder ein kleines Coupé von BMW, aber aus der Neuzeit, aus den 2000ern. Dieser Wagen ist aus den 80ern, er wurde sogar schon Ende der 70er angefangen zu bauen. War damals ein relativ, ich sag mal, auch schon krasser Sportwagen. Der auch im Rennsport nämlich in der Gruppe 4 oder auch als Procar eingesetzt wurde. Den fahren wir heute mal, dieses wunderschöne, für BMW auch ziemlich ungewöhnliche Teil. Ich gucke uns den erstmal kurz an. Also der ist, wie man schon sieht, er ist sehr, sehr flach. Also der ist echt nicht hoch. Auch die Felgen, ich finde die sogar cool. Ein wunderschön orange mit, auch hier vorne, ja da, hier Klappscheinwerfer. Finde ich auch ziemlich geil. Diese, auch ziemlich, nicht gerade kurze Motorhaube. Die Flachfahrerzelle hat auch hier einen Mittelmotor. Dann von hinten hier, ist halt nicht schön. Jetzt links, rechts und links das BMW-Logo. Hinten links ein Doppelrohrauspuff. Erinnert so ein bisschen an so italienische Sportwagen aus der Zeit. Sieht nicht so typisch deutsch aus, finde ich, aber es ist geil. So, hat serienmäßig einen 3,5 Liter Sechszylinder-Motor. Für BMW natürlich ein Reihensechszylinder mit 277 PS. Ob es halt mehr werden, weiß ich gar nicht. So, natürlich Rennbremsen sind ganz wichtig. Der Wagen ist schon über 30 Jahre alt. Ja. Und deswegen sind die Bremsen nicht mehr ganz neu. Wir werden den Wagen erstmal tiefer legen. Aber wird nicht so bleiben, das verspreche ich euch. So. Das sieht von der Seite schon so geil aus. Auch so ein bisschen so kantig, so böse, auch so ein bisschen so zukunftsmäßig. Ich mag das. So, der wiegt in der Serie gute 1,3 Tonnen. Geht auch in Ordnung, finde ich. Und der geht auch noch runter auf. Wir machen nicht ganz so viel. Ich würde sagen, 1200 Kilo, das geht auch in Ordnung. Natürlich wieder ein Renngetriebe, Rennkupplung und Rennantriebswelle. Also Standardzeug. Die Felgen, die lasse ich sogar so. Ich frage, mache ich die größer? Es sind serienmäßig 16 Zöller. Gehen theoretisch 19er, sind aber mir zu groß. Ich würde aber sagen, 17er gehen noch in Ordnung, oder? Würde ich auch sagen, ja komm. 18er ist ja ein bisschen groß, aber ich denke mal, 17er, das geht noch in Ordnung. Die Felgen passen zu dem Auto, kann man so sagen. Würden bei den meisten aus Scheiß aussehen, aber bei dem Wagen, das passt irgendwie dazu, zu dem Design. Deswegen, das mag ich auch sehr. So, fahrzeugtechnisch geht der, also spoilertechnisch. Stimmt nur Scheiße, ja, noch hier eine Lippe voll. Nee. Und Forza Spoiler sieht auch ziemlich bescheiden aus. Aber ein Spoiler-Wagen auch gar nicht. Finde ich ja zumindest. So, wir könnten reinbauen, wir könnten den Motor wechseln. 3,2 Liter rein Sechszylinder, ein 6,2 Liter V8 oder ein 5,2 Liter V10 aus dem Huracan. Wir lassen ja auch natürlich so, können Airbag wechseln und wir könnten einen Twin Turbo einbauen. Das lassen wir natürlich auch. Wir lassen den mal so, wie er ist. Also vom Konzept her. Weil ein bisschen mehr Leistung, ja. Der ist ja, glaube ich, an sich nicht so langsam, aber doch ein bisschen mehr. Das geht doch noch, ne? So, da vielleicht noch ein Luftfilter. Das passt noch. 244 kW sind 300 irgendwas PS. 330 vielleicht, 340. Ja. Ist nicht verkehrt. Oh, machen wir noch bessere Reifen? Wir gucken mal. Oh. Der wird ja bereits A-Klasse. Nee. Reifen lassen wir so, aber breite Reifen. Wir haben hinten Serie 225er. Da geht natürlich breiter. Ja gut, nicht 325er, das nicht. Ja, 295er haben wir hier. 265er, das sieht doch schon eher aus. Aber 295er, nee. Also bei alten Autos bin ich nicht immer so der krasse Typ, der immer alles Mögliche macht. So, vorne. Da kriegt er mal 235er. Wird auch ein bisschen besseres Auftreten haben. Das Design oder die Farbe würde ich eigentlich auch so lassen. Die Felgen kommen auf jeden Fall nicht schwarz. Das Orange, das gefällt mir sehr. Ich kann auch mal gucken, was es da noch so für Farben gibt. Oder sogar eventuell ein anderes Design. Vielleicht so also ein Rennsport-Design. So, wir haben hier ein Orange, Schwarz und Weiß. Das Orange, das sieht einfach geil aus. So, designtechnisch. Ich guck mal kurz, aber ich werde wahrscheinlich keines aufmachen.
Ja, mal, wo haben wir hier schon? Es gibt ja den Wagen als M1 Pro Car, auch in Forza 6. Ich denke mal auch in Forza 7. Ja, das sieht ähnlich aus. Ach du Scheiße. Ja, Batman, ja, Monster, alles klar. Ja, das M1 Pro Car ging so in die Richtung. Das ist keine mega gute Nachmache, aber naja. Ja. Nicht Art Car, ich würde eher sagen Shit Car, aber na gut. Das ist eine Sache und Let's Play Racing. Für den Club nämlich, ja. Ja, wir lassen es mal so. Der Wagen gefällt mir. Ich habe mal ausnahmsweise meinen Standort nicht geändert, denn ich bin wieder an Byron Bay, wo ich in der letzten Folge ja auch war. Aber hier ist es schön. Ich dachte mir, ich bleibe hier einfach mal. Warum auch nicht? Das ist ein gutes Stück. Die Felgen sind aber dunkel, meine Güte. Ah, passt so. So. Hören wir mal kurz rein, was der Wagen so für ein Klangkonzert für uns abgibt, hoffentlich. Alter Schwede. Du doch bis 8000 Umdrehungen. Nice. So. Der Sound. Der ist geil. Aber der Wagen wird, wie versprochen, wieder höher gelegt. Ja, weil das kann sogar ich nicht mehr ansehen. Ja, nicht ganz so hoch. Wir machen es mal so. So, war auch 5 Sekunden auf 100, oder 5,1. Können auch theoretisch noch wieder ein bisschen weniger machen, aber. So, das kann auch ein wenig länger. Habe ich keine Probleme damit. Zack. Unterscheiden. Ha? Ja, BMW waren gute 6-Zylinder-Motoren. Und das auch immer noch. Zum Beispiel der von M4 oder halt jetzt auch vom M3. Finde ich ri richtig nice. Oder auch vom M2 oder M235i oder sonst irgendwas. Ja, das macht BMW echt geil. Wenn die Japaner bauen auch gerne 6-Zylinder, weiß ich, in Nissan oder so. Toyota natürlich auch. Aber die besten 6-Zylinder-Motoren, die baut immer noch für mich Porsche. Auch wenn es mittlerweile die meisten Turbos sind, trotzdem finde ich die am besten. Echt ein schniekes Teil. Das sieht echt geil aus. Auch schön sportlich, so innenraumtechnisch. Ja gut. Ist halt auch jetzt keine S-Klasse, ne? Kann ich so viel nicht erwarten, aber ich denke mal. Bei dem Wagen geht es doch nicht um die Ausstellung, sondern um das Auto selber. Wie es sich fährt, wie es sich anhört, wie es aussieht. Da geht es nicht darum, was er da innen alles hat. Wird, denke ich mal, eh nicht so viel sein. Na, wir gucken mal. So, und ich muss gleich mal Gas. Ja, 40 km passt eigentlich. Das hört sich doch geil an. Alter. Das hört sich geil an. Das mag ich aber. Ja, das Getriebekram brauche ich noch ein bisschen länger. Geh auch mal hier oben. So. Mal erschalten und. Oh. Das ist nicht so ein mega krasser 6-Zylinder, aber auch so einer. Macht nicht so mega auf Deko, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem auch ziemlich böse. Uiuiui. Das hackt sogar ein bisschen. Das gefällt mir aber. Warte, wir schlagen noch mal kurz. Wir machen gleich mal einen Bremstest. Ich würde mal sagen, aus 200. Sollte er schaffen. Naja. Schnell war das nicht gerade. Wir gucken mal.
Welchen Bremsstick wir denn so haben? Ich denke mal, über 40 Meter auf jeden Fall. Ist immer so 43, 44. Ja, 43 war gut geschätzt. 42,6 Meter aus 60 Meilen und aus 100 Meilen 107,3 Meter. Ist jetzt nicht gerade wenig. Aber gut, das Auto ist ja auch schon nicht gerade alt. Aber Rennbremsen dennoch nicht so geil. So, welche Rennen fahren wir denn? Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Rundstreckenrennen. Können ja gleich hier eins in der Stadt fahren. Wir haben hier drei Stück. Das hier und das hier. Und ich würde sagen, welches haben wir denn am wenigsten bisher gefahren? Ich finde das letztens, oder? Ich weiß gar nicht. Das ist aber so Offroad-mäßig. Das gefällt mir auch nicht. Das bin ich auf jeden Fall letztens gefahren. Wir nehmen mal das hier. Die östlichen Vororte. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich bin den ganzen Weg zurückgekommen, aber es sind ja nur 4 Kilometer. Soll ja schneller gehen. Irgendwas im Innenraum. Auch natürlich ein Handschalter, 6-Gang-Handschaltung. 400 Metern rechts halten. Doppelkupplung ist hier natürlich nicht. Den war natürlich auch im Alter. Rechts halten. Ja, der hört sich geil an. Ja, Forza, danke für den Lag. Ich bin dann mal gespannt, wann die zweite Erweiterung Forza rauskommt. Es wurden ja gesagt, dass zwei Erweiterungen kommen werden. Die erste war ja Blizzard Mountain, die kam ja Anfang Dezember oder Mitte Dezember. Und zum Aufnahmezeitpunkt hier, das ist auch wie in der letzten Folge, der 5. April. Ist noch nichts über die zweite bekannt, ob die, oder wann die kommt oder was enthalten ist. Ich denke mal, es wird da spätestens Ende April als News geben. Und ich denke, dass sie auch schon im April kommen wird. Weil sie meinten außerdem, dass diesen Monat nämlich kein CarPack kommt. Deswegen kommt, denke ich mal, die zweite Erweiterung. Was, wie ich tippe, Porsche sein wird. Wenn das Porsche ins Spiel kommt, das ist ja klar. Das ist ja nichts mehr Neues. 400 Metern rechts halten. Aber ich denke, dass Porsche nicht nur ein normales CarPack wird. Weil es ja ziemlich viele Porsche waren. Die normalen CarPacks haben ja, glaube ich, 7 Autos. Das war definitiv mehr als 7 Porsche. Sondern bis so 14, 15. Wird sich nachgezählt, das waren schon viele. Ich bin echt mal gespannt. Ich will auf jeden Fall Porsche hier wieder im Spiel haben. Ist ja meine eigentlich absolute Lieblingsmarke. Die es ja leider aktuell in Forza Horizon 3 noch nicht gibt. Und da München machen wir mal. Wir nehmen. Wir fahren mal am Nachmittag. Wolkig. Ja, nicht mal nur Mittag und heiter. Mal was ein wenig anderes. Regnen muss es nicht unbedingt, habe ich jetzt keine Lust drauf, aber nicht immer das gleiche ist ja auch langweilig. Nur das gleiche meine ich. Ja. Ja, vor allem nicht immer das gleiche ist auch langweilig. Macht Sinn. Solche nette Konkurrenten schon, die ich hier sehe. Auch viele M1. So, was fährt denn hier alles? Oh. BMW M1 und nur der Lamborghini Jalpa oder Jalpa. Okay. Also BMW gegen Lamborghini oder Deutschland gegen Italien. Weil ich natürlich die Deutschen vertrete. Obwohl die Italiener auch Lamborghini vor allen Dingen auch mega geile Autos baut. Trotzdem hoffe ich auf einen Sieg. Bin auch gerade schon Vierter. Das ist die Kurve, die ich schon mal nicht kann. Das weiß ich, egal mit welchem Auto. Ui. Da kann man mal kurz quer hier. BMW. Ja, moin. Der Mace United wieder. Der ist wohl hier mit mir United. Weil er eigentlich so gut in jeder Folge mitfährt oder bei jeder Meisterschaft. Oder bei jedem Auto, ne? Ich fahre keine Meisterschaften mehr. Seit Folge 100. Was ich auch ziemlich gut finde. Also jetzt im Nachhinein war die Änderung, wie ich finde, sehr, sehr sinnvoll. Machen wir dann auch, das machen wir auch dadurch, das Aufnehmen deutlich mehr Spaß als vorher. Komm. Ich glaube, bessere Reifen wären nicht schlecht gewesen. So wenigstens Straßenreifen. Weil die sind doch schon ziemlich, naja, scheiße. Ich würde sogar sagen, vielleicht auch ein wenig weniger Leistung. Am dritten sind wir jetzt eigentlich so mehr oder weniger dran. Sagen, gekonnt überholt. Hallo. Hallo.
Ja. Elegantes Überholmanöver. Ja, weil da kommt irgendwie echt ein bisschen quer der Wagen. Hat auch relativ viel Leistung für sein Auto. Oh mein Gott. Naja. Wenigstens den Wagen nicht weggeschmissen. Also gegen die Wand gesetzt. Das war ja auch allzu oft. So, wieder hier links rum. Die Strecke, die ist wirklich ganz gut eigentlich. Oh Gott. Es ist hier natürlich kein Track-Toy mit dem Ding. Da wirst du sicherlich keine Rundenzeiten jagen. Auch nicht in der Klasse. Es ist zwar Retro Supercar, aber Supercar ist halt auf mich auch ein bisschen was anderes. Weil der in der Serie nicht mal 300 PS. Ich meine, PS ist nicht alles, das mag stimmen, aber. Auch wenn es Retro Supercar ist und jetzt nicht 900 PS hat, aber. Also das sollte schon so 400 bis 500 PS sein. Dann nicht mal 300. Das ist auch für mich kein wirklicher Supercar oder Supersportwagen. Ja, das ist nicht so, ich weiß nicht. Ich meine, Sportwagen sicherlich, aber jetzt kein wirkliches Supercar. Auch nicht damals, von 1980. Ja. Hat ja, glaube ich, sogar weniger Leistung als zum Beispiel ein Audi Sport Quattro. Das ist auch bei weitem kein Supercar. Alter, was mache ich denn da eigentlich gerade? Am besten ja noch alles mitnehmen, was geht. Das ist, was nicht nied- und nagelfest ist. So. Ich ist da geblieben, zum Glück. Meine Güte. Henning ist aber nicht so geil. Wird aber für den Sieg reichen. Wenn auch kein grandioser Sieg. Vor allem nicht bei der Fahrweise. So, rundenzeittechnisch war ich ganz gut unterwegs. Ja. Da war nur noch der 11. besser, der Xanto 123. Den Jiper. Aber die ersten vier Autos sind BMWs. Nicht schlecht. Da war auch der letzte BMW, aber die ersten vier BMWs, das muss ja wohl was heißen. Natürlich auch, weil ich darunter bin, ja. Also muss ja noch mehr heißen. Naja, trotzdem, geile Strecke. Vielleicht nicht der beste Wagen dafür, aber trotzdem hat es mir gefallen und es gibt auch gar nicht mal so wenig EP. Mit 11.000 kann ich auf jeden Fall leben. Klar hätte noch mehr geben können, aber gut. Ich kann nicht mal nur mich darüber aufregen, wie wenig EP es gibt. Sollte zufrieden sein mit meinem Level. Ich bin nämlich Level 546, ist auch nicht gerade wenig. So, welche Rennen fahren wir dann? Ich würde sagen ein Sprintrennen. Das ist natürlich die gute Frage. Ja, welches denn? Da gibt es ja auch so ein paar von. Dschungel Speedway? Nee. Geschwindigkeitssprint, das sind wir, glaube ich, letztens gefahren. Ich würde sagen, wo sind wir das hier letztens gefahren? Ich kann mich daran jetzt schon nicht mehr erinnern. Ich würde mal sagen, mir gefällt. Das. Nee, das sind letztens gefahren. Ich kann mich wieder mal nicht entscheiden, was wir nehmen. Wir nehmen mal das hier. Den Jungle Speedway. Bei nächster Gelegenheit, wenn. Mein Streckengedächtnis ist leider ziemlich scheiße. Deswegen weiß ich nie genau, welche Strecken ich schon letztens kam und welche nicht. Tut mir leid, aber. Mit zwischen Aufnahmen liegen aber auch immer so ein paar Tage, ne? Gut, ich meine, die machen ja meistens zwei Folgen hintereinander auf. Letztens sogar vier. Zum Beispiel Folge 111 bis 114 sind alle von einem Abend. Von vorgestern. Vom 3. April. Und meistens halt zwei Folgen und meistens alle zwei Tage. Aktuell zumindest. Weil das Let's Play macht mir aktuell ziemlich viel Spaß. Wir auch mal, ach, über Regen, scheiß drauf. Kriegen wir hin. Deswegen habe ich, oder bin ich auch gerade am Überlegen, Formate erstmal zu pausieren, um mehr Let's Play-Folgen zu bringen. Wird sich aber bei scheinender Folge schon geändert haben, denke ich mal. Weil der müsste Car Battle müsste weg sein oder wegfallen, Multiplayer auch. Und der Autocross ist ja auch nicht mehr.
Das ist quasi aktuell nur noch am Laufen. Wahrscheinlich die Drag Races sowieso. Forzaton und Let's Play. Also in der Woche zwei Drag Races, einmal bis zwei Forzaton, je nachdem. Und halt vier Let's Play Folgen. Das ist eigentlich so der Plan. Da kommen wir vielleicht noch bis für 200. Wer weiß. Es ist noch ein weiter Weg, aber man weiß ja nie. Wenn es so lange Spaß macht, warum denn nicht? Wenn es auch so lange guckt, ich meine, ihr habt jetzt schon 100 Folgen geguckt. Einige. Ich meine, keiner hat davon alle Folgen geguckt. Ich meine, dass wir jetzt 100 Folgen machen, liegt natürlich nicht nur an mir, sondern auch an euch. Dass mich in meinen Sachen hier, die ich mache, unterstützt. Oh Gott. Ich habe ziemlich scheiße gebaut. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich scheiße gebaut habe. So. Ja, das musste gerade sein. Ich hatte gerade so ein paar Aggressionen. Der Wagen meine ich nicht ich natürlich. Ich habe nie Aggressionen. Hatte ich auch noch nie wegen der Aufnahme Aggressionen. Nicht, dass ich wüsste. Wenn ich so bei gewissen Autos oder bei gewissen Rennen mal irgendwie nicht lauter wurde und ein wenig aufgebracht war. Ich meine, das kann ja auch mal passieren. Oder vor allem auch bei Multiplayer. Da sowieso. Deswegen spiele ich auch so selten in anderen Lobbys. Weil es mich halt mega oft einfach abfuckt. Das Thema habe ich ja schon 20 Mal durchgekaut. Muss ich ja nicht wieder warten, was mich da alles aufregt. Ich meine, so Sachen, für die Forza eigentlich nichts kann, aber es ist halt so. Dass sie es auch quasi nicht ändern können, wirkt das negativ auf meinen Spielspaß. Ach, scheiße. Die Bremsen sind scheiße. Denn ich habe auf Forza echt viel Spaß. Deswegen kommen ja auch so viele Videos davon. Aber ja, eigentlich auch nur fast nur Videos. Aber das ist halt so online, das ist halt echt so eine Sache. Regt mich halt. Kurbellage, scheiße. Regt mich halt echt auf. Ist jetzt in anderen Spielen nicht unbedingt besser. Aber naja. Es fällt halt wirklich negativ auf. Ich meine, nicht immer, gibt auch sehr schöne Momente online. Klar. Aber meistens merkt man sich halt eher die negativen als die positiven. Dass nicht nur bei an sich wie viele Sachen im Leben bleiben oft negative Sachen länger im Gedächtnis als die positiven. Hier bleibe ich noch. Oh. Schön, der war gekillt in den Drehzahlbegrenzer. Das passt zu mir. Ja, wie BMW war diesmal auch ganz gut dabei. Auf dem 1., 3., 4., 5., 7., 8. und 9. Platz. Da war dann Lamborghini leider nicht ganz so gut. Ich denke mal auch, der Driver ist auch ein geiles Fahrzeug. Bin ich bisher noch gar nicht gefahren. Ich glaube sogar gar keinen Vorderteil. Also nicht jetzt, dass ich das wüsste. Jetzt weiß ich, ich bin jetzt, weiß ich den Wagen da mal gefahren oder das wüsste ich jetzt überhaupt nicht. P-technisch, naja. Könnt ihr auch mal fahren, der Lambo? Ist sicherlich kein schlechtes Auto. Ich weiß ja nicht mal, was der für einen Motor hat. Mein alter Lambo, da fällt mir V12 ein. Weiß ich, Diablo, Countach. Hat Mio hat, glaube ich, auch einen V12. Was hat denn der Jalpa? Der Jalpa ist ja eigentlich. Das ist, glaube ich, der Vorgänger vom Countach, oder? Oder von Countach, wie der auch immer heißen mag. Ich weiß das gar nicht. Na egal. Werde ich mir dann wohl gleich irgendwie durchlesen. Denn die Folge ist nämlich auch leider wieder mal zu Ende. Mit diesem wunderschönen Auto. Das sich nicht ganz so toll fahren lässt, aber trotzdem auch ein gutes Auto ist. Von Auto, ich sag mal, ist auch zumindest so zur deutschen Geschichte mit beigetragen hat, zur deutschen Autogeschichte. Ist was Besonderes. Das ist nicht was Besonderes, was man so jeden Tag sieht. Meine Dinge sagen sowieso nicht. Auch was etwas Außergewöhnliches. Vor allem auch für BMW, wie ich finde. Weil es von so ihren bisherigen Autokonzepten damals auch so stark abgewichen hat. Auch was Besonderes ist. Und das ist halt auch wichtig, dass man nicht mehr nur die klassischen Sachen nimmt, sondern auch die besonderen. Wer weiß ich, so ein 3 BMW oder so, das ist halt nichts Besonderes. Oder weiß ich, ne? Also, verstehe, was ich meine. Das hat schon was sehr, sehr Außergewöhnliches, aber auch was sehr, sehr Geiles. Würde ich den echt nie kaufen. Ich meine, ist auch viel zu teuer wahrscheinlich.
Kostet, denke ich mal, was soll der Wagen kosten? Auf jeden Fall nicht bezahlbar, vor allem nicht für mich. Da ich eh nicht so hier der Rich Boy bin. Aber naja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem neuen und auch, denke ich mal, wieder schnelleren Auto. Wird auch, denke ich mal, wieder nicht so alt werden. Ah, vielleicht 90er könnte was werden. Ja, so S1 vielleicht. Mal gucken. Und da würde ich sagen, ich bin raus und 3, 2, 1. Ciao.